Ein Update heißt automatisch, ich bin dabei. Ja, man kriegt nun nicht jetzt überall eine Wahlkabine und stimmt ab, sondern die Miner, die sich das Update runterladen, die sind da automatisch mit dabei. Und die, die das nicht runterladen, sind nicht dabei. Doch nicht alle profitieren vom SegWit. Im Prinzip ist es gerade so, dass die großen Miner gerade Interesse daran haben, dieses Unlimitierte zu nutzen. Es ist, glaube ich, logisch, dass die so viel wie möglich an Geldern verdienen möchten, möchten so viel wie möglich minen. Also haben sie natürlich Interesse, da sie ja auch die Hardware haben und die Möglichkeiten, die Blöcke so groß wie möglich zu halten. Damit sind sie allerdings ziemlich alleine, denn ja, die anderen sind eben dagegen, weil die haben eben nicht diese Fähigkeiten und Möglichkeiten. Und dementsprechend gibt es da natürlich eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass wir da eine Einigung finden und 95% ja, dann zusammenkommen. Das ist sehr unrealistisch. Ja? Wir werden also eher keine 95% zusammenbekommen. Was also bei keiner Einigung? Dann werden beide Wege gefahren. Das Ähnliche hatten wir schon mal bei Ethereum. Es gibt Ethereum und Ethereum Classic. Das nur mal als kleiner Hint. Im Prinzip werde ich dazu gerne nochmal Fragen beantworten. Wenn ihr das genauer wissen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Es gibt also, wenn man beide Wege fahren will, eine sogenannte Gabelung. Ja, es gibt also die Blockchain bis jetzt und dann gibt es zwei verschiedene Meinungen. Wir sind in einer Demokratie, also kann man nicht sagen, eins wird jetzt auf Teufel komm raus durchgesetzt, sondern wir haben dann eben zwei Wege. Und diese Gabelung nennt man im Englischen Fork. Entweder beide Ketten machen ihr eigenes Ding und beeinflussen sich nicht besonders, dann nennt man das ein Soft Fork, also eine Gabelung, die eigentlich ganz easy ist. Beide machen ihr eigenes Ding, beide leben und so ähnlich ist es jetzt ja auch mit Ethereum und Ethereum Classic. Keiner schließt den anderen aus, beide machen ihr eigenes Ding und beide haben ihre Daseinsberechtigung. Das war aber am Anfang nicht so, denn am Anfang hat auch bei Ethereum das Ganze so ausgesehen, dass sie versucht haben, gegenseitig Überhand zu gewinnen und sie konkurrieren ein wenig. Also am Anfang war es eher so, dass man versucht, den anderen auszuschließen und das würde ja als Hard Fork, pardon, Hard Fork, nicht Hard Fork, Hard Fork genannt werden. Ja, also man nennt das Ganze dann eben, wenn es zu hart ist und man sie gegeneinander konkurriert, Hard Fork. Das wäre natürlich nicht gut, weil dann versucht der eine Kurs den anderen Kurs zu vernichten. Das führt zur Marktunsicherheit und das führt kurzfristig definitiv erst einmal zu rapiden Kursverlusten. Das wollen wir alle nicht. Und die User wehren sich. Die User sagen, also User vorab, User sind die Menschen, die die gesamte Blockchain runtergeladen haben. In der Regel sind das Börsen. Ja? Also Börsen wie Bittrex, Kraken oder. Die nennt man dann auch Full Nodes, weil sie haben die gesamte Blockchain runtergeladen, können alle Blöcke und alle Transaktionen nachvollziehen und auch gegenwärtig aktualisieren sie ständig ihre Software, sind also immer up to date und haben die gesamte erschlossene Blockchain geladen. Wenn man das hat, gilt man als User. Und die User haben keine Lust darauf, dass die Miner einfach so entscheiden, wie es weitergeht. Und wenn die sich nicht einigen können, dann einigen sie sich nicht und wir müssen einfach nur Däumchen drin und warten. Da haben die keinen Bock drauf, sondern die wollen selbst eingreifen. Und die User, wenn die eingreifen, dann nennt sich das jetzt hier UASF, User Activated Soft Fork. Also die User sagen, wenn ihr euch nicht einigen könnt, wie das Ganze nun aufgeteilt wird, dann sorgen wir für eine Gabelung und wir machen das Ganze so, wie wir es wollen. Und dann haben die Miner sich gefälligst daran zu halten. Ja, wenn die Miner nicht unsere Ansicht teilen, wenn die Miner ihr eigenes Ding machen zu wollen, schön für euch Miner, dann seht mal zu, wie ihr eure erschlossenen Blöcke loswerdet. Denn wir wollen nichts mehr mit euch zu tun haben. Also kurz gesagt, haben auch die User gerade eine Art Haltung, dass sie sagen, friss oder stirb. Ja, jetzt haben wir die Miner, die sagen, wir machen, was wir wollen. Die User, die sagen, wir wollen nicht zusehen, wie die Miner machen, was sie wollen, sondern wir wollen selber eingreifen. Und wir haben uns, die ahnungslosen Verbraucher, die eigentlich nur warten, dass da irgendeine Lösung kommt. Und damit wir ahnungslosen Verbraucher jetzt nicht irgendwie auf das Belieben und auf die Machtspielchen der User oder Miner angewiesen sind, gibt es eine Notlösung. Ja, da wir alle stark verängstigt sind, gab es im Mai 2017 ein großes Treffen. Eingeladen hat Barry Silbert, ein großer CEO in dem Bereich digitaler Kryptos. Der hat alle möglichen großen Marktteilnehmer eingeladen. Dazu gehörten Exchanges, also die Börsen, Großinvestoren, Großminer und viele, viele mehr. Also eigentlich quasi alles, was am Markt was zu melden hat, war da. Und es wurde eine Lösung gesucht, die alle glücklich macht. Ja? So entstand SegWit 2x. SegWit 2x ist eigentlich ein Kompromiss. Es wird also bei SegWit der Witness entfernt, wie bei SegWit halt geplant,
Aber es wurde auch beschlossen, dass der Block vergrößert wird, dass also beide Motive erfüllt werden. Das Einzige, man möchte nicht eine unlimited, also keine unlimitierte Vergrößerung, sondern nur eine Verdopplung des Blocks. Man sagt, der Block soll größer werden, aber nicht unbegrenzt, sondern mal 2. Deshalb Segwit 2x. Kurz gesagt könnte es also so aussehen, dass der Block von einem MB auf 2 MB erhöht wird. Zusätzlich wird der Witness entfernt, das heißt, beide MBs könnten richtig gut ausgeschöpft werden und effektiv genutzt werden. Das würde uns enorm viel Zeit verschaffen und das hätte zur Folge, dass wir eben ja, langfristig erstmal wieder deutlich schnellere Transaktionen durchführen können. So haben die Miner größere Blöcke, aber trotzdem bleibt alles so wie gehabt und es bleibt fair am Markt. Hier wurde zusätzlich beschlossen, dass man keine 95% an Mehrheit braucht, sondern nur 80%. Und an dem Tag im Mai haben 87% diese Idee unterschrieben und gesagt, hey, sobald das Ganze soweit ist, aktivieren wir definitiv Segwit 2x, damit das Ganze beiden Parteien recht gemacht wird. Ja, das heißt, im Juli wurde das Ganze jetzt aktiviert und bis zum 31.07. müsste jetzt jeder einzelne der Teilnehmer dieses Treffens eigentlich jetzt sein Wort einhalten, das Ganze unterzeichnen und so würde Segwit dann dauerhaft laufen. Die Idealfall wäre also, wir haben also ein User-Activated Soft Fork, also die User entscheiden, hey, wir nehmen jetzt hier das Ganze in die Hand und wir sagen, es gibt einmal eure Lösung, die Unlimited-Lösung, also all diejenigen, die sagen, hey, wir wollen mit Segwit nichts zu tun haben. Das wäre zum Beispiel jetzt die großen Miner, die sind nach wie vor für eine unlimitierte Lösung. Dann geht bitte euer Weg, macht was ihr wollt. Wir hingegen sind für Segwit und wir akzeptieren auch die Miner, die Segwit 2x wählen. Das heißt, die User haben im Prinzip dafür gesorgt, im Idealfall, dass Segwit aktiviert wird, dass Segwit 2x toleriert wird und dass alle Miner und User zufrieden sind. Im Gegenzug würden sie denn dazu führen, oder würde das dazu führen, dass die Lösung, die die großen Miner, also die Unlimited-Lösung, die sie vorschlagen, einfach nicht toleriert wird. Und die Miner können dann so viel minen, wie sie wollen und so große Blöcke minen, wie sie wollen. Die User werden diese nicht akzeptieren. Und wenn die User das nicht akzeptieren, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die ganzen großen Miner sich entscheiden müssen, gehe ich jetzt insolvent oder mache ich zähneknirschend doch mit bei Segwit. Ja? Und das wäre also so eine Art Zwang der Großminer gegenüber, dass sie sich jetzt dafür entschließen. Und das wäre für uns alle, zumindest Szenario gesehen heute, die beste Lösung. Ja, das war es eigentlich schon. Zusammenfassend gibt es also oder geht es im Prinzip bei dem ganzen Thema um ein Update der Blockchain. Wir haben dabei UASF, also User Activated Soft Fork. BEP stand für Bitcoin Improvement Proposals. Das waren so eine Art Vorschläge, die man über die Zeit gemacht hat. Segwit bedeutet nichts anderes als Segregated Witness, also der Zeuge wird herausgenommen. Und Segwit 2x ist eigentlich der herausgenommene Zeuge und trotzdem die Verdopplung der Blockgröße. Das Ganze soll planmäßig oder BEP 148 soll planmäßig am 1. August umgesetzt werden. Bis dahin muss also so eine Entscheidung getroffen werden. Und die Timeline zeige ich euch hier nochmal. Da seht ihr einfach mal generell den Ablaufplan. Ja? Ich kommentiere das jetzt mal nicht. Ihr könnt euch mal in Ruhe das Ganze anschauen. Wichtig ist einfach nur, dass ab 1. August BEP 148 aktiviert wird und ihr bis dahin im Idealfall eure Bitcoins erst einmal von jeder Börse herunternehmt. Denn wir wissen ja leider noch nicht so ganz genau, wie das Ganze jetzt entschieden wird. Deshalb lasst es uns beobachten, aber lasst uns so klug wie möglich sein, die Bitcoins von den Börsen ziehen, damit sie bei uns auf unserer Wallet sind, wo wir auch den Private Key haben. Und wenn wir das getan haben, können wir das Ganze in Ruhe beobachten und dann reagieren. Ja, das war's, liebe Freunde. Ich danke euch. Wenn euch die Infos gefallen haben und sich meine Mühe eurer Meinung nach gelohnt hat, dann seid doch so lieb und gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, teilt sehr gerne das Video und schreibt mir in die Kommentare. Ich bin mir sicher, es gibt noch die ein oder andere Frage nach dem ganzen Nerd-Gerede heute von mir. Ich hoffe dennoch, es so einfach wie möglich gemacht zu haben. Vielen Dank, Freunde. Ich wünsche euch einen richtig geilen Abend. Macht's gut. Bis bald. Ciao.